So, da sind wir schon wieder in der Mission, in der wir schauen, ob Kanbei irren kann. Greif den Jäger mit deiner Flak an. Ja, genau. Ich sollte dir Tipps geben, bevor du sie machen kannst. Genau. Aber ich bin meist nicht schnell genug, bevor du irgendwelche Dummheiten machst. Ach, sei Schnauze. Du kannst aufs Gebäude ausladen. Ich muss die hier rüberbringen, bevor er an die Gebäude kommt. So. Die zwei K-Helis interessieren mich gerade nicht so sehr, muss ich sagen, weil jetzt gibt es nichts mehr, was meinem Jäger das Leben schwer machen könnte. Das heißt, ich kann mit meinem Jäger, da er vorhin so schnell... Seine Telis zerlegen. Genau, seine Telis. Hast du vorher geguckt, dass kein Missilwerfer davor, da in der Nähe ist? Stimmt, Nein, hast du nicht. Es ist nur ein Flakgeschütz in der Nähe, soweit ich es gesehen habe. Ja, kommt nicht an. Es sei denn, er nimmt sein T-Heli da weg. Was er tun wird. Ich hätte es da hinstellen sollen. Naja, egal. Du sollst mir die Tipps ja auch vorher geben, habe ich gesagt. Ich habe das erst schon in der letzten Folge gesehen und dachte mir so, da wird er wahrscheinlich gleich hingehen. Aber hoffentlich passt er auf. Du bist so unkonzentriert. Woran das nur liegt. Hey, er hat ein Gebäude eingenommen. Hey, er hat noch ein Gebäude eingenommen. Sollst du etwas dagegen tun? Er hat noch ein Gebäude eingenommen. Okay, er war nicht schlau genug. Könnt Helis Panzer mitnehmen? Ja. Oder? Nein. Nein? Wäre ja noch schöner. Das heißt, du kannst... Dann wäre Helmi hier wirklich die bessere Wahl, denke ich mal, weil du nur Infanterie auf anderen Inseln nutzen kannst. Wie hast du sie gerade genannt? Tami? Ich habe Femi verstanden. Femi, nein, Tami. Verdammt. Tami. Das Dein Missile Launcher ist so sinnlos. Ja, das war jetzt auch gerade nicht gerade das Schlauste von mir. Ich brauche noch ein T-Heli. Genau. Noch ein T-Heli gebaut. Den schicken wir schon mal da runter. Der ist auch relativ sinnlos hier. Wie weit kann sein Flakgeschütz da unten laufen? Weit genug, um mich zu töten, aber ich muss hier mal sicherheitshalber die Gabe jetzt einsetzen. Um meinen T-Heli hochzuheilen, damit er nicht von seinem K-Heli zerstört. Warum habe ich ihn da hingestellt? Na egal, das ist. Können Kampfpanzer Helis angreifen? Ja, klar. Schau erstmal, wie weit es laufen kann. Das siehst du hier jetzt gerade nicht. Also, der kann insgesamt kann der 6 weit laufen. Deswegen frage, wäre es vielleicht schlau, ihn über den T-Heli aufs Wasser zu stellen? Dahin? Ich glaube, es wäre genau so blöd. Weißt du, eins, der kann den Weg 6-mal machen. Das ist egal. Allerdings, solange wir hier nichts macht, kann ich den erstmal... Ach, ich stelle ihn erstmal hier sicherheitshalber hin, so. Ich muss ihm nur hier oben ein Gebäude abluchsen, was relativ schwierig wird ohne ordentliches Zeug gegen sein... Du solltest auch die Mech-Einheit hinbringen. Ich bräuchte hier eine Einheit, um einen einen Bomber zu bauen. Ein Bomber würde dir echt viel helfen. Ja, genau. Sag ich ja. Bomber. Passt bloß auf, dass er keine Missile Launcher da unten baut, auf der Insel. Gucken. Oh je, nein, dann... Okay, Leute, sieht mal aus... Kommt der Kampfpanzer ran? Der Kampfheli? Ja. Das sieht mal wieder nach einer verlorenen Mission aus. Wird langsam zur Gewohnheit, dass du die erste verlierst, was? Ja. Und wer ist schuld? Du. Ich? Ich tu nichts. Ich gebe dir nur gute Ratschläge. Räte, ja. Du gibst mir gute Räte zu spät. Na, wie viele Züge hast du noch? Wie viel muss er noch einnehmen? Er hatte erst 7. Jetzt hat er 2 noch eingenommen, damit ist er bei 9. Er braucht noch 4. So, die Richtig. Und die kriegt er in der nächsten Runde. Hier kommt er erst in 2 Runden hin. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. So. Ich muss aber gegen den... Mecheinheit und T-Heli. Du musst irgendwie den Jagdpanzer da oben zerlegen. Ja, ich weiß. Vor allem, wie er da unten Artillerie baut. Warum baut er Artillerie? Ich weiß nicht, er kommt mit der Artillerie nicht mal weit rüber. Ja eben, er kommt auf ein Gebiet dahin. Okay, du musst jetzt so oben ihm ein Gebäude wegnehmen, bevor er unten die beiden Gebäude einnimmt. Das wird lustig.
dass er eine Flagge baut. Ja, ist etwas problematisch gerade. Eine Flak, ja gut, das war jetzt... Ja, vielleicht hätte ich auch ein K-Heli bauen sollen, aber das reicht eh nicht mehr die Zeit. Komm, würdest du mit dem K-Heli rechtzeitig... Du kannst nicht angreifen. Ich weiß. Allerdings, wenn er den jetzt nicht... Den muss er zurück... Er kommt nicht durch. Er muss, muss den zurückziehen. Es sei denn, er fährt jetzt, er fliegt jetzt mit dem T-Heli vorbei. Ne, es geht auch nicht, er hat auch eine Runde. Er muss ja auch erstmal eine. Also ich hab jetzt auf jeden Fall noch eine Runde, okay. Er greift nicht an. Das ist natürlich jetzt uncool, ne? Das hat sich gelohnt. Du zerschellst sowieso gleich. Ich weiß. Dann nehme ich ihn wenigstens noch ein Stück was mit. Ich hätte nur eine Infanterieeinheit da oben. Wie schnell kriegt er die andere dahin? Ist die Frage. Im nächsten Zug kriegt er die andere dahin. K-Heli. Er hat einen Raketenwerfer gebaut, übrigens. Seine erste schlaue Tat. Kann Raketenwerfer Flugeinheiten angreifen? Ja, oder? Nein. Nein? Nein, und so wie er da steht, kann er auch nur die Flak-Einheit, die ich gerade wegnehme, angreifen. Aha. So viel zum Thema, seine erste schlaue Tat. Ja, aber zumindest hat er ein bisschen Reichweite. Das ist immerhin schlauer, als einen Speer zu bauen. Das war dumm. Vor allem, er kriegt ihn nicht weg da. Es ist einfach alles Platz, der da steht. Nee, das war gerade dumm. Kannst du dann mit deinen T-Helis irgendwie ihn so, deine Infanterie so einbauen, dass du eine Runde Zeit hast? Ja, hast du schon gemacht. Mach ich. Wenn er da jetzt nicht rüber geht mit seinem, was er nicht tut. Genau. Kann ich mir jetzt eine Runde Zeit verschaffen. Sehr schön. Also kannst du ihm das Gebäude zumindest mal wegnehmen. Und gerade noch rechtzeitig. Musst du da oben nur noch halten. Du hast kein Problem sein sollte, sobald du den Jagdpanzer zerlegt hast. So. Ach, ich hätte den anderen angreifen sollen, weil der da oben mir schutzlose ausgeliefert wäre, aber gut. Doch, ich baue noch einen K-Heli. Ich baue noch einen K-Heli. Ja. Knall. In der nächsten Runde hat er die Gebäude eingenommen. Da hat er gewonnen. Und du bist vorher noch. Und er greift natürlich den vollen an, wo er weiß, dass er nur 5 wegkriegt. Schlau. Das ist gerade nochmal gut gegangen wahrscheinlich, ne? Ja, es könnte noch zum Sieg führen. Aber ich weiß, dass diese Mission total knapp war, immer. Okay, den hat er geeint. Nein. Besetzen. Hausbesetzer. Hausbesetzer zahlen keine Miete. Du solltest den Kampfheli möglichst schnell da hochbringen. Mach ich. Bin auf dem Weg. Er hat da unten keine Fernkampfeinheiten. Das ist schon mal gut. Ja, keine Fernkampf-Luftabwehreinheiten vor allen Dingen. Dann ziehen zurück und holen neue Einheiten. Tut mir leid, aber da kann ich gerade nicht auf dich hören. Weil wenn er nämlich jetzt richtig blöd ist, greift er meinen vollen an. Warum auch immer. Ne, er greift den an, okay. Gut, ein T-Heli zerstört. Aber du kannst das Gebäude holen. Ich hab das Gebäude. Das andere Gebäude. Stimmt, ich kann sogar das andere Gebäude... wie doof ist das denn von ihm? Okay. Nur 30%, das ist nicht sonderlich viel. Reicht mir aus. Zumindest, da er dir keinen Schaden, kaum Schaden macht. Das ist gut. So, du hast 2 Gebäude, die du jetzt einfach halten musst. Genau. Und Setz den Kampfheli. Gegen seinen T-Heli. Auf das Gebäude. Nee, ich setz ihn gegen. Was soll er tun? Naja, jetzt habe ich ihm sämtliche Chancen auf den Sieg genommen.
Er hat keine T-Helis mehr? Genau, er hat keine T-Helis mehr, das heißt, er kommt nie wieder auf genug Gebäude und ich kann T-Helis nachproduzieren. Also wenn er jetzt nicht das Gebäude dort bekommt, was er nicht kriegt, weil das behalte ich. So. Du kannst nicht absetzen, weil er blöd ist. Weil er zu blöd ist, an einem Steilufer Leute abzusetzen. Aber das glaube ich, das Thema hatten wir schon mal. Genau. Das Thema hatten wir schon mal. Intelligenz von Spielen. Meisterleistung, wirklich. Tja. 37%. Ja gut, dann ist das jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Richtig. Aber Kanba ist ja auch Hals über Kopf in den Kampf gezogen. Gegen Sonja hätte es wahrscheinlich nicht so einfach gehabt. Doch, weil Sonjas Truppen nicht so stark sind. Da hätte ich einen Bomber mit einem Schlag abgeplättet mit meinem 3%? Meinst du, das lohnt sich? Ach, ich hätte den auch einfach woanders schon mal hinschieben. Ja, du kannst den Tegeli eins nach oben schieben. Den einer. Das bringt doch nichts. Doch, er heilt sich. Hm? Nein, das ist eine Lufteinheit. Ach, ich habe das Spiel so lange nicht gespielt. Lufteinheit? Das hat Nell sogar erst nochmal gesagt, als ich verzweifelt bin. Nee, nicht Nell. Tammy hat das gesagt. Lass uns. Du kannst drauf. Greifst du ihn an? Ja. Doch, ich greife ihn an und metzel ihn nieder. Keine Gnade! Hat sogar gereicht. So, also Leute, ihr seht, ich brauche noch 5 Gebäude. Hier ist 1, 2, 3, 4 und dann muss ich hier drüben doch nochmal irgendwo ran. Vielleicht nehme ich sein Hauptgebäude. Fliegst du seine Basis? Ja, das wäre eigentlich ganz witzig. Guck mal, den nehme ich jetzt erstmal weg, damit ich den nachher noch zu seiner Basis fliegen kann. Und ist noch ein Missile Launcher. Ich wollte es nur mal anmerken. Ja, der ist auch weit genug weg. Nächste Runde baue ich einen Bomber, einfach weil ich's kann. Ich glaube, der rennt in der nächsten Runde wahrscheinlich mit seinem Sima hoch zu seinem Gebäude. Zu seiner Sima Infanterie. Oben auf der Insel. Das glaube ich fast nicht, aber gut, kann er versuchen. Ich würde das so machen. Würde das wahrscheinlich nichts bringen. Obwohl, er kann das Gebäude nicht einfach stehen lassen. Dann holst du es dir sofort. Was ich das ist ein echtes Zwickmühle. Also er kann ja nicht mehr gewinnen, aber... Ich glaube, das ist die wahre Zwickmühle. Das ist nämlich schön, weil damit könnte er angreifen, aber nicht meine Lufteinheit. Wie viel Schaden würde er nehmen? 18. Wow. Voll gut. Bam, 43 ist auch nicht so viel, aber er hat halt Deckung. Ja, du hast fast einen von deinen Kampfhelis verloren. Also es könnte noch knapp werden hier. Ja. Da muss ich selbst lachen. Merkst du selber, ne? Ja. Mal sehen, ob er den jetzt abschießt. Wenn er schlau ist, schießt er dann ab. Das war nämlich gerade von mir eine dumme Tat, aber gut. Wenn er es nicht macht, dann fliegst du rüber und holst dir sein Gebäude, sein Hauptgebäude. Ja, er macht's nicht. Es reicht nicht. Naja, den greife ich jetzt mit meinem anderen Kampfhelis an. Was soll das? Du hättest schon einnehmen können. Ja. Ja, aber da das eh nur ein Sima ist, weißt du, dauert das eh mehrere Runden. Muss hier oben erstmal zu Potte kommen. Mal schauen, wenn er jetzt noch nicht zurückzieht, seine Leute, dann kann er seine Basis abschließen. Vergessen. Ja, das war ein zu weit. Ach, wäre mir gar nicht aufgefallen, bloß gut, dass du mir das gesagt hast. Denkst du auch, fick dich, Flack, fick dich.
Bin ich wenigstens, genau. Ich bin nicht in der Reichweite. Bin ich wenigstens in die Reichweite reingeflogen. Er schafft sowieso nicht mehr. Also wenn ich jetzt in der nächsten Runde auf seine Basis und dann in der übernächsten Runde seine Basis einnehme. Das Einfachste, was dir die meisten Punkte bringt, wenn du jetzt einfach seine Basis einnimmst. Okay, jetzt könnte es doch nochmal knapp werden. Probier's trotzdem. Mach ich auch. Und zwar werde ich als allererstes seine Missile-Maschine wenn ich jetzt ein bisschen Materialschlacht mache, ich kann ja erst nächste Runde dann sein Gebäude einnehmen. Komme ich davor? Genau. Erstmal schön die Opferzeremonie da vorne abhalten. Ich weiß doch nicht, warum du jetzt einen T-Heli opferst. Weil er kann mit seinem Missile Launcher sowieso nichts anderes angreifen. Nein, seine Flak-Einheiten kommen da unten, wenn du es nicht siehst. Ja, richtig, aber den T-Heli zerlegt er dir jetzt mit dem Missile Launcher. Ja, aber lieber den, als dass er meine anderen angreift. Ja, dann hätte ich die anderen nicht reingeflogen. Also wirklich. Ja, aber ich muss die ja opfern für seine hässlichen Flak, die in zwei Runden da sind. Bis dann hast du eingenommen. Erstmal noch die Gabel raushauen. Hätte ich vorher raushauen sollen, bevor ich dort mit dem Neuner eingenommen habe, aber gut. Das war schlau von ihm. Verballer ruhig deine Züge sinnlos. Du zögerst das Unvermeidliche nur heraus. Brauchst du noch einen Bomber? Weiß ich gar nicht, ob ich das kann. Wow, dein Schaden ist so irre. Ja, was war das? Opferst du deine Einheiten jetzt, dass du einnehmen kannst? Hä? Dass du die Runden Zeit kriegst? Zählt das eigentlich als einzelnes Gebäude? Ich glaube, das zählt sogar als Zielvorgabe. War nicht schlau. Nein, weil jetzt könnte er es ja, nee, ich... Doch, er kann mit dem Missile Launcher. Nein, weil jetzt will er mit der Flak das Ding angreifen. Sicher? Du hättest das Ding hättest du aufs Gebäude vor dem Missile Launcher vor dem Bomber packen können. Hättest du immer noch angreifen können. Und hätte den Zug auf jeden Fall verschwendet. Ja, also es könnte sein, dass das jetzt nicht der Sieg für mich ist. Zumindest nicht der Sieg durchs Einnehmen der... Also, noch nicht der Sieg für mich ist, sagen wir es so. Ja, ja. Wir sollten ja nur von Zeit reden und nicht von Siegen. Okay, doch, das ist der Sieg für mich. Kommt der mit Flakgeschütz da hoch? Nee, oder? Mit allem auf jeden Fall? Achso, könnte knapp werden. Wie er lacht. Eine Frage. Was tut er? Also, die Niederlage ist echt, die hat er sich verdient für den Zug. Das, ja, okay, das hätte er auf jeden Fall noch verhindern können. Oh. Zumal Flakgeschütze auch sehr effektiv sind gegen Infanterie, ne? Genau, also wir machen das Ganze natürlich. Hä? Ich bräuchte nur noch eins. Das heißt, ich hätte darüber gar nicht fliegen müssen. Das hätte gereicht, wenn ich das hatte. Hä? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, okay. Dann nehmen wir das da als letztes Gebäude. Schön. Das ist eine Demütigung. Das hat er sich verdient. Bei meinem Bart. Was man halt so als Bart bezeichnet. Das war die nutzloseste Basis, die ich je sah. Oh, Vater. Du weißt, dass das nur passiert, weil du mich nie zu Ende reden lässt. Siehst du, und mir ist das beinahe nur passiert, weil du mich mal zu Ende reden lässt. Hey, ich bin halt höflich, außerdem hört sich in der Folge scheiße an, wenn wir gleichzeitig reden. Aber Sonja, sowas tötet Bas. Und noch etwas, es heißt Sonja, nicht Sonja. Hör auf damit. Orange Star beabsichtigt dich gar nicht, Yellow Comet zu erobern. Was, beabsichtigen wir nicht? Tochter, bist du von Sinnen?
Nein, ich bin nicht heller. Sie haben doch... Vater, es ist völliger Unsinn, erst zu schießen und dann Fragen zu stellen. Wenn du plötzlich angegriffen wirst, erwiderst du doch auch das Feuer. Nun, ich bin sicher, sie werden friedlich abziehen, wenn du sie in Ruhe lässt. Keine Angriffe mehr, Vater. Hast du verstanden? Der Sternkorps Orange Star. Sie sind nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Unter diesen Umständen ist es an mir zu handeln. Ja, Sieg. Was ich natürlich nicht verstehe, ist, wir sind tief im Gebiet von Orange Star, aber wir wurden angegriffen und verteidigen uns nur. Das erinnert mich doch sehr an die USA. Ja, wir wollten unsere Invasionstruppen ganz gemütlich an Land bringen und er greift uns einfach an. Das ist einfach eine Selbstverteidigungstat. Ja, wir müssen halt unsere Grenzen in Orange Star, von Orange Star in Yellow Comet verteidigen. Richtig. Wahrscheinlich wollte unsere Armee nur Urlaub machen. Genau, wir überschreiben die bestehenden Daten und dann würde ich sagen, was jetzt als nächstes kommt, das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin und tschüss. Tschüss.